Klar. War mal klar. Gefällt dir wieder am besten, gell? Wo der Geist vom Scheck sah ganz gut gefällt. Ja. Nee, nee, das ist er da. Schmelztiegel. Brauchst du was, Hüter? Der gefällt mir auch ganz gut. Der gefällt mir ganz gut. Schärfer. Ich find's gut. Und der von der Vorhut, der gefällt mir auch. Der gefällt mir nicht so gut. Also der vom Schmelztiegel gefällt mir ganz gut. Ja, genau, das ist der da unten. Du kannst ja was anderes nehmen. Nein, der gefällt mir nicht. Der ist mir zu einfach. Du meinst ja, der vom Schmelztiegel ist mir schon gut. Nee, mir nicht. Bei mir hat er nur links auf 9 Uhr hat er nur das Vorhutzeichen drauf. Wir haben viel Ansonsten ist Licht er hier. billig Es gemacht. möge das Licht mit dir erstarken. Ja, ich bin bei. Da kannst du nicht schauen. Das ist vielleicht nur eine Idee, dass man die dann für einen Warlock, für einen Titan hole. Vielleicht haben wir etwas. Vielleicht nur eine Idee. Was von hier? Bleib wachsam da draußen. Du bist der Beste, den wir haben, Hüter. Stärke durch Licht. Schlüssel einsetzen. Ich brauch keinen mehr, du kannst alle du einsetzen. Aber wir könnten noch am Bestialischen schauen, ob da noch, was da für Geister drauf sind. Ja. Drei Stunden runter in die Stadt zum toten Orbit. Drei Stunden wieder hoch. Das dauert zu lang. Runter in die Stadt und wieder hoch. Runter und wieder hoch. Herrje. Ja, das hat alles Vorteile. Der gefällt mir auch ganz gut, der Schmelztiegelgeist. Den finde ich top. Oh, recht hast. Da ist noch ein bisschen was zerlegen. Zerlegen. Dann. Die heben wir auf.
Was, wenn beim Warlock, wenn du beim Warlock die neuen Schuhe hast, Klaus, die sind in der Beziehung, wenn du Munition aufhebst, hebst, egal welche, wird die Waffe, die du trägst, sofort nachgeladen. Auf voll. Das ist absolut top. Das ist absolut top, dass du das dann sofort nutzen kannst wieder. So, den können wir Nutzer legen, den da mal noch rüber. Den da mal rüber. Und das da mal rüber. So, das da mal rüber und das da mal rüber. Und schauen wir mal, was das für sind. Das ist Vex. Vex 335, 335. Also entsperren. Relikteisen. Dann können wir den entsperren und zerlegen. Das ist das. Das ist eine. Und Wurmsporen. Kann ich auch zerlegen. Muss nur kriegen. 351. Das darf man jetzt einmal hochinfodieren. Sagen, kenne ich nicht. Nein. Ja, die kenne ich nicht. Kann ich da nicht sagen. Kann ich da beim besten Willen nicht sagen. Das ist eigentlich die Technik. Habe ich keine. Ja, da rüber zu sagen, da habe ich keine. Das ist die da mal gleich entsperren und weg. So, die kommt Tamar. Plan C brauche ich nicht. Weg. Die Plan C schmeißt man weg. Und wo ist halt der Dunkelklinge? Die haben wir auch weg. Weg damit. Nicht viel. So, den Dunkeltrinker lassen wir. Das tun wir da hier. Tun wir da was will er denn wieder, der Kleine? Ja, der Ding, der Marvin. So. 3,50 der Spielverderber. Sagen wir, hartes Licht. 3,50. Ja, ich muss erst mal schauen, was er will.
So, dann haben wir das harte Licht oben. Er hat So, jetzt haben wir das harte Licht oben. 3,48, 3,34. Sagen wir D hoch. Gut. Donnerlord zerlegen wir, den brauchen wir nicht. Jetzt gerade meinen Jäger zerlegt. Ja. Er lebt noch, aber ich habe seine Zusatzsachen. Alle, was ich von ihm gehabt habe, zerlege ich jetzt. Brauche ich nicht. Der hat momentan, was hat denn der Jäger für ein Lichtlevel? Der hat momentan Lichtlevel 3,35. Das langt. Er ist noch komplett ausgerüstet, er hat noch alles. Ich kann ihn also ganz normal spielen, aber ich habe ihn jetzt zerlegt. Was er nicht braucht, habe ich ihm abgezogen. Also existent ist er noch. Existent bleiben. Die Pistole, brauche ich die Pistole vom Raid? Die brauche ich eigentlich nicht. Berührung, sagen wir hoch. Die sagen wir hoch, die boshafte. So, die circa 80. Wer den Spielverderber braucht, dann ist die boshafte besser. Und dann ziehen wir es wieder ab. Dann ziehen wir es wieder rüber. So. Also, da mal ein bisschen kommen mit dem ganzen Mist. Jetzt Münzmarken 62, fänden wir noch ein paar. Wenn du Zeit, Lust und Liebe hast, wie gesagt, kannst du auf dem Außenposten fliegen. Nö, es passiert überhaupt nicht. Scharfschützengewehre. Das brauche ich eigentlich gar nicht. Fusionsgewehre, das ist ja ein Kack. Das da brauchen wir. Und das ziehen wir jetzt hoch. Scout.